ist ja übel. Jetzt rennt er zu seiner Kamera. Meine Damen und Herren, Philipp Meloni ermittelt. Am Zürich-Marathon 2013. Genau. Mein neuer Klient klang am Telefon wie ein erfolgreicher Geschäftsmann. 2 Stunden später staunte ich nicht schlecht. Vor mir saß ein dünner Mann in eng anliegendem Shirt und Hose. Seine Laufschuhe sahen teuer aus, genauso wie die Armbanduhr, die so viele Knöpfe zu haben schien, wie der Tag Stunden. Mein Name ist Habertür. Philip Meloni, Privatdetektiv. Ja. Sie müssen mein Outfit entschuldigen, aber ich muss jede freie Minute nutzen, da ich im Trainingsrückstand bin. Sind Sie einer dieser Extremsportler, die zu Wasser, auf dem Fahrrad und auch zu Fuß durch die Gegend jagen? Ja. Ich bin ein leidenschaftlicher Laufer. Läufer. Am Zürich-Marathon möchte ich meine persönliche Bestzeit toppen. Laufen Sie auch? Nachts werde ich manchmal zum Orientierungsläufer zwischen den Bars dieser Stadt. Ja, sollten Sie in Ihrem Beruf nicht etwas für Ihre Fitness tun? Ich habe mir ein extra schweres Whiskyglas gekauft. Früher habe ich mich auch gehen lassen. Doch dann habe ich entdeckt, dass Laufen viel besser ist als alle anderen Stimulantien. Im Wald, da trifft man immer mehr Drogensüchtige in Laufschuhen. Beim Laufen werden Glückshormone ausgeschüttet. Und wenn man regelmäßig an seine Leistungsgrenzen geht, will man immer mehr. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass gerade Manager den Marathon für sich entdecken. Was aber hat das alles mit mir zu tun? Möchten Sie mich als Personal Trainer buchen? Nein, ich stelle mir mein Trainingsprogramm selber zusammen. Ich möchte Sie als Privatdetektiv engagieren. Das klingt schon besser. Ja, es geht um eine delikate Angelegenheit. Mit Delikatessen kenne ich mich aus. Wie heißt die Dame? Ewald Sommerhalder. Ein delikater Herr. Ein Geschäftspartner. Verstehe. Stellt er Ihrer Frau nach oder betrügt er Sie geschäftlich? Das sollen Sie herausfinden. Kein Problem. Sie haben allerdings nur 3 Stunden Zeit. 3 Stunden sind nicht viel. Vielleicht sollten Sie es bei einem Akkorddetektiv versuchen. So etwas gibt es? Heutzutage gibt es alles, was die freie Marktwirtschaft hergibt. Von den Abzockern bis zu den Altrockern. Und alle wollen nur unsere Kohle. Sie sollten ein wenig an Ihrer Außendarstellung arbeiten. Das Türschild erinnert eher an einen Bestatter als an einen Privatdetektiv. Im Fernsehen macht das heutzutage auch keinen großen Unterschied. Ich hoffe, Sie verrichten Ihre Arbeit mit weniger Getöse und diskreter als die Damen und Herren Fernsehdetektive. Das hängt ein wenig vom Auftrag ab. Sie haben mir noch immer nicht erzählt, um was es eigentlich geht und weshalb ich nur 3 Stunden Zeit habe. Ja, es geht um eine neue Textilfaser. Sie eignet sich für Trainingsanzüge. So wie das Kostüm, das Sie tragen. Die neue Textilfaser ist revolutionär. Ja. Weil sie einen direkten Einfluss auf den Stoffwechsel hat. Ach, man muss in Zukunft nicht mehr rennen, sondern kann im Trainingsanzug faul das Dschungelcamp schauen und nimmt trotzdem ab. Nicht ganz. Rennen muss man immer noch. Aber das neue Material sorgt für eine deutlich gesteigerte Fettverbrennung während des Trainings. Das hört sich nach einer lukrativen Geschäftsidee an. Sie sollten mir anstelle eines Honorars eine Beteiligung anbieten. Wir stehen erst am Beginn. Bis die Anzüge serienreif sind, müssen wir viel Geld investieren. Und es darf uns niemand zuvorkommen. Aber genau hier liegt das Problem. Vor einigen Tagen
sind Muster verschwunden. Sie verdächtigen Ihren Geschäftspartner. Ja, er lebt auf großem Fuß. Und er hat sich von seiner Frau getrennt. Das wird für ihn richtig teuer. Finden Sie heraus, ob mein Verdacht richtig ist. Und was hat das mit den 3 Stunden auf sich? Wir laufen beide am Zürich-Marathon. Während des Rennens können Sie ungestört ermitteln. Falls mein Verdacht unbegründet ist, möchte ich nicht, dass mein Partner etwas davon erfährt. Wir einigten uns auf ein Honorar, mit dem man vermutlich nicht einmal die Nummer 500.000 der aktuellen Weltrangliste an den Zürich-Marathon locken könnte. Immerhin hielt sich der zeitliche Rahmen der Ermittlungen in Grenzen. Als sich am Sonntag die Damen und Herren Marathonläufer auf die Socken machten, traf ich mich mit Herrn Ferstl, dem Vertrauten von Herrn Habertür. Sie kennen sich in der Materie aus. Nein, aber ich kenne mich mit Menschen aus. Vor allem mit jenen, für die Gesetze ein dehnbarer Begriff sind. Sie arbeiten für Politiker. So tief bin ich noch nicht gesunken. Herr Habertür hat mir gesagt, dass Sie vom Fach sind. Ich bin Privatdetektiv, das sollte genügen. Erzählen Sie mir von der Wunderphase. Ist sie tatsächlich ein Verbrechen wert? Ein Laufanzug, der die Fettverbrennung optimiert, ist ein potenzielles Millionengeschäft. Denken Sie nur an all die übergewichtigen Amerikaner. Ich denke ununterbrochen daran. Der Körper geht sehr haushälterisch mit Energie um. Es ist viel einfacher, auf Kalorien zu verzichten, als Kalorien zu verbrennen. Also theoretisch. Praktisch ist es umgekehrt. Die Leute essen lieber und viel, anstatt sich mehr zu bewegen. Wenn man bei einem halbstündigen Lauf 5-mal so viel verbrennen kann wie ohne den Spezialanzug, dann werden bald alle Jogger in unseren Anzügen joggen. Herr Habertür sagte mir, dass Muster verschwunden sind. Das ist richtig. Wir befinden uns in der Testphase. 3 Anzüge sind spurlos verschwunden. Wie viele Leute haben Zugriff auf die Prototypen? Nicht viele. Und wir haben einen konkreten Verdacht. Ewald Sommerhalder, der Kompagnon. Er würde es nicht selber tun, aber wir befürchten, dass er jemand beauftragt hat. Wer könnte dieser jemand sein? Sandra Trutmann. Sie ist seit einer Woche nicht mehr zur Arbeit erschienen. Und sie meldet sich nicht, wenn man sie anruft. Wurde der Diebstahl der Polizei gemeldet? Nein. Wir möchten keinerlei Publizität. Nicht bevor wir in Produktion gehen. Ich benötige die Adresse der Frau. Sie hat 3 Jahre für uns gearbeitet. Eine zuverlässige Frau. Aber leider sind den Verlockungen des Geldes schon viele erlegen. Wem sagen Sie das? Die Welt ist voller Abzocker. Ich gehe davon aus, dass Sie die fettverbrennenden Anzüge für 9,90 Franken verkaufen werden. Ein Verkauf ist noch in weiter Ferne. Aber 300 Franken werden die Anzüge schon kosten. Ich notierte mir die Adresse von Frau Trutmann. Sie wohnte in einem Neubau mit riesigen Fensterfronten. Ich nahm den Lift in den 3. Stock und ehe ich mich versah, stand ich mitten in der Spurensicherung. Üble Sache, Maloney. In der Wohnung wurde eine Frau tot aufgefunden. Sind Sie mit der Frau bekannt? Nein, aber ich wollte mich mit der Frau unterhalten. Zu spät, Maloney. Noch wissen wir nicht, was vorgefallen ist. Der Körper der Frau ist aufgedunsen. Auch der Kopf. Es könnte auf eine Vergiftung hinweisen. Stand die Tür offen? Ja. Ein Nachbar wollte sich mit Frau Trutmann zum Urban Gardening treffen. Die beiden waren Gärtner. Urban Gardening ist voll im Trend, Maloney. Die Leute pflanzen auf ihren Balkonen und Terrassen Gemüse an. Das könnten sie auch mal versuchen. Als Selbstversorger kämen Sie mit Ihrem bescheidenen Einkommen besser über die Runden. Ich habe schon einige Male vergeblich versucht, Whisky anzupflanzen. Es dauert einfach zu lange, bis das Korn ins Glas wächst. Gemüse und Salate, Maloney.
Nach all den Lebensmittelskandalen sehen sich die Menschen nach grünen Blättern, die von biologischen Schnecken angefressen werden. Mir sind die Lebensmittelskandale egal. Ich habe in meinem Leben so viele Essen geschluckt, dass ich damit eine Apotheke eröffnen könnte. Uns darf es nicht Wurst sein, was in der Wurst drin ist. Solange sie nicht mit Tofu gepanscht ist, beiß ich gerne rein. Die jungen Menschen essen nicht mehr so viel Fleisch. Einige sind sogar Veganten. Wenn nicht Veganer. Bei Frau Trutmann stehen auch vegetarische Kochbücher herum. Mich interessieren Laufanzüge. Laufanzüge? Meinen Sie Jogginghosen? Ich möchte mich ein wenig umsehen. Ja. Das geht nicht, Maloney. Noch wissen wir nicht, wie und woran die Frau starb. Aber bis wir Fremdeinwirkung nicht ausschließen können, gehen wir von einem Tatort aus. Ich wagte einen Blick in die Wohnung, sah aber nur Kriminaltechniker bei der Arbeit. Als ich mich umdrehte, fiel mir ein junger Mann auf, der eine alberne Schürze trug, auf der allerlei Gemüse zu sehen war. Ich sprach ihn an und er lud mich zu sich in die Wohnung ein. Überall standen Töpfe herum, in denen Gemüse sprießte. Salat! Salat kann man das ganze Jahr ernten, oder? Auch die Kräuter gehen gut, aber jetzt im Frühling geht es so richtig los. Säen und ernten, ja, was gibt es Schöneres im Leben? Sie haben zusammen mit Frau Trutmann Gemüse angepflanzt. Wir haben uns an einem Vortrag über urbanes Gärtnern kennengelernt und dann verblüfft festgestellt, dass wir im gleichen Haus wohnen. Ja, da war es naheliegend, dass wir uns ausgetauscht haben. Haben Sie sich mit Frau Trutmann auch anderweitig ausgetauscht? Wie meinen Sie das? Hatten Sie ein Verhältnis? Nein, nein, ich glaube an die große romantische Liebe. Sie wird mich eines Tages treffen wie ein Blitz. Das ist durchaus möglich, wenn Sie Ihr Leben auf dem Balkon verbringen. Zudem hatte Frau Trutmann einen Freund. Das ist interessant. Wie heißt der Freund? Das weiß ich nicht. Rhabarber oder so. Aber er arbeitet als Kurier. Auto oder Fahrrad? Weder noch. Er ist zu Fuß unterwegs. Ein Kurier, der zu Fuß unterwegs ist. Tja, er rennt den ganzen Tag durch die Stadt, ne wahr? Sein Kurierdienst heißt Perpedes. Wie passend. Nun, wahrscheinlich ist es jetzt gerade am Zürich-Marathon unterwegs. Frau Trutmann hat auch trainiert, aber vor einigen Wochen wieder aufgehört, ne wahr? Ich könnte das nie. Ich renne manchmal in meinen Träumen, ja, aber da komme ich nie vom Fleck. Meine Mutter sagt, dass das symbolisch ist für mein Leben. Ich glaube nicht an den Blödsinn. Haben Sie sich mit Frau Trutmann über den Job unterhalten? Nein, nein, wir haben uns nur über das Gärtnern unterhalten. Das ist eine Welt für sich. Unser Ehrgeiz war es, auf wenigen Quadratmetern möglichst viel zu ernten. Und das ohne Gift zu versprühen. Da waren wir uns einig. Der große Vorteil auf dem Balkon ist, dass es keine Schnecken hat. Aber das kann sich ändern, kann sich ändern. Die Tiere sind raffiniert und die Evolution geht weiter. Wenn die Menschen im großen Stil Gemüse auf dem Balkon anpflanzen, wird es irgendwann fliegende Schnecken geben. Als ich Herrn Ferstl anrief, stand ich mitten in einem kleinen Park. Es flogen keine Schnecken durch die Luft und es waren auch keine Kinder zu sehen. Vermutlich waren die auch alle am Zürich-Marathon. Frau Trutmann ist tot. Das ist keine erfreuliche Nachricht. Ich hoffe, Sie haben der Polizei nichts über unser Geschäftsgeheimnis verraten. Wie könnte ich? Was aber soll ich tun, wenn mich die Polizei höflich darum bittet? 1000 Franken zusätzlich könnten Sie vielleicht davon abhalten. Ich bin nicht käuflich, aber gegen einen Bonus habe ich nichts einzuwenden. Ich will Sie nicht kaufen, Maloney. Ich möchte lediglich, dass Sie gewisse Dinge für sich behalten. Was ist mit den Prototypen der Anzüge? Sind die in der Wohnung von Frau Trutmann? Das weiß ich nicht. Sollten Sie aber wissen.
Können Sie sich keinen Zutritt verschaffen? Nicht, solange die Polizei Spuren sichert. Dann finden Sie heraus, in welche Richtung die Polizei ermittelt. Es blieb mir nichts anderes übrig, als erneut den Lift zu betreten und in den dritten Stock zu fahren. Der ermittelnde Beamte betrachtete die Notizen, die er sich gemacht hatte. Sie sind ja noch immer hier, Maloney. Ich warte darauf, dass Sie eine Erleuchtung haben und die ganze Etage in grelles Licht hüllen. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Der Arzt ist sich ziemlich sicher, dass die Frau an einem anaphylaktischen Schock starb. Wie lange haben Sie vor dem Spiegel geübt, bis Sie das Wort richtig aussprechen konnten? Das ist Bildung, Maloney. Ein anaphylaktischer Schock ist eine schwere allergetische Reaktion. Die Frau ist nachts einem Polizisten begegnet. In der eigenen Wohnung begegnet man keinem Polizisten. Was trug die Frau, als sie starb? Was soll das, Maloney? Interessieren Sie sich neuerdings für die Dessous von Toten? Die Frau trug Unterwäsche? Ja, seltsam ist nur, dass sie das Nick-Klischee verkehrt herum trug. Dann könnte es sich jemand angezogen haben, als sie bereits tot war. Weshalb sollte das jemand tun? Die Frau ist vermutlich mit einer Giftpflanze in Berührung gekommen. Das kann einen allergetischen Schock auslösen. Es gibt auch Menschen, die auf Nüsse oder Erdbeeren sind. Das liegt alles am Dreck, Maloney. Ich habe ein Buch gelesen. Auch das noch. Menschen, die sich in ihrer Kindheit zu wenig im Dreck gewälzt haben, leiden später häufiger unter Allergien. Das ist erwiesen. Dann sollte man Kinder dreimal täglich im Schlamm baden. Dreck härtet ab. Heute aber sind die Wohnungen klinisch sauber. Überall hängen Lufterfrischer. Und im Bad und WC werden mit Chemiebomben gereinigt. Dann ist der Mief im Polizeipräsidium gut für die Gesundheit. Sie sollten regelmäßig Kinder verhaften und 2 Tage einbehalten. Das wäre ein wichtiger Beitrag zur Volksgesundheit. Irgendwann können wir uns das Gesundheitssystem nicht mehr leisten. Menschen, die zu fett sind, rauchen oder wie Sie zu viel trinken, sind daran schuld. Ich dachte, die sauberen Badezimmer sind daran schuld. Ja, die auch. Wenn wir wissen, was den Schock ausgelöst hat, dann können wir diesen Fall abschließen. Möchten Sie so lange warten, Maloney? Ich schüttelte den Kopf und ging. Der Kurierdienst Perpedes befand sich ganz in der Nähe. Und der nicht mehr ganz so junge Mann, dem der Laden gehörte, hieß sinnigerweise Laufer. Er war gerade dabei, einen Karton mit mehreren Schichten Kleberollen zu verschließen. Nehme ich heute keine Aufträge mehr an, nicht? Das macht nichts. Ich interessiere mich für das Paket, das Sie gerade luftdicht verschließen. Sind Sie Herr Sommerhalder? Nein, der keucht gerade bei Kilometer 20 oder 30. Darf ich das Paket nur an Herrn Sommerhalder aushändigen? Sie haben Frau Trutmann tot aufgefunden. Woher Sie wissen das? Wer sind Sie? Mein Name ist Philip Maloney. Ich bin Privatdetektiv. Das, ich wollte auch mal werden. Aber der Berufsberater hat mir davon abgeraten, weil man keine Aufstiegsmöglichkeiten hat. Ich habe es immerhin vom ersten in den dritten Stock geschafft. Das verstehe ich nicht. Das macht nichts. Hat Frau Trutmann einen der Anzüge ausprobiert? Weiß ich nicht, was geschehen ist. Sah sie furchtbar aus. Wollte ich nur das Paket abholen, aber dann ich sah, wie sie da lag und nicht mehr atmete. Sie hat einen allergischen Schock erlitten, vermutlich als sie einen der Anzüge ausprobierte. Sagte sie, das seien spezielle Trainingsanzüge, die ein Vermögen wird. Sollte ich das Paket an einen sicheren Ort aufbewahren, bis sich dieser Herr Sommerhalder bei mir meldet? Die Polizei wird sich früher oder später bei Ihnen melden. Aber warum habe ich mit dem Tod von Frau Trutmann nichts zu tun? Habe ich nur Ihren Auftrag ausgeführt? Was sind das für Flecken an Ihrer Hand? Die jucken extrem, Juckträumert. Weiß ich auch nicht, wo ich mir das eingefangen habe. Vermutlich, als Sie Frau Trutmann den Trainingsanzug auszogen. Der nicht ihr gehörte. Sie hatte nur Auftrag, ihn zu besorgen.
Wahrscheinlich wollte sie ihn testen und dabei ein wenig abnehmen. Mit Anzügen man kann abnehmen? So wurde es mir berichtet, ja. Aber das Material scheint nicht sehr verträglich zu sein. Sind Flecken ansteckend? Muss ich jetzt in Quarantäne? Offenbar reagiert ihr Immunsystem weniger extrem als jenes von Frau Trutmann. Weil ich jeden Morgen esse rechtsgedrehter Joghurt. Man isst, was man isst. Deshalb sehen die meisten Leute aus wie ein Bratwurst oder ein Burger. Und sie sehen aus wie ein rechtsgedrehtes Joghurt. Finden Sie? Er blickt an sich herab, dabei kratzte er sich mit der einen Hand die andere. Schon der Anblick juckte. Ich rief Herrn Ferstl an und dieser ließ sich von seinem Chauffeur zu Herrn Laufer chauffieren. Sie haben Frau Trutmann zum Diebstahl angestiftet. Das ist doch kein Diebstahl. Hat sie die Anzüge doch nur vom Gestell runtergeladen. Runterladen ist in der Schweiz nicht strafbar. Das ist ungeheuerlich. Wie viel hat man Ihnen und Frau Trutmann versprochen? Das geht Sie nichts an. Und ob mich das etwas angeht, was immer man Ihnen versprochen hat, ich biete mehr. Tatsächlich? Mehr als 5.000 Franken? 6.000. Los, her mit den Anzügen. Moment, nein. Hab ich mich geirrt. Es waren 10.000, genau. Wie konnte ich das nur vergessen? Okay, 11.000. Her mit den Anzügen. Mist, bin ich nicht gut mit Zahlen? Ich verwechsle die immer. Es waren 20, nein, halt, 50.000. Sie sollen die Verhandlungen mir überlassen. Wie man Honorare drückt, das habe ich bei meinen Klienten gelernt. Der Mann ist unverschämt. Mein letztes Angebot. 12.000 Franken. Mir bezahlen Sie ein lausiges Honorar und ihm schenken Sie eine Riesensumme für nichts. Das ist etwas anderes. Sie sind ehrlich, er ist ein Gauner. Für die Gauner machen wir Rückstellungen. Bin ich einverstanden. Haben Sie das Geld dabei? Aber sicher, ich muss nur rasch zu meinem Chauffeur. Correcto. Tatsächlich kam er mit einigen Tausender Noten zurück und überreichte sie an Herrn Laufer. Dieser übergab ihm das Paket mit den Anzügen. Danach nahm er mich mit. Selbstverständlich erhalten Sie eine Prämie, Malone. 12.000 wäre nicht schlecht. Ich hatte eher an 50 Aktien unseres Start-up-Unternehmens gedacht. In 10 Jahren sind die mindestens 12.000 wert. Die Anzüge verursachen extreme Allergien. Damit kann man kein Geld verdienen. Wir arbeiten daran. Was geschieht jetzt mit Herrn Sommerhalder? Wir trennen uns im gegenseitigen Einverständnis. Und wenn er nicht damit einverstanden ist? Nur dann werden wir einige bekannte Details aus seinem Privatleben an die Öffentlichkeit gelangen. Wir haben vorgesorgt. Sie lassen Ihre Geschäftspartner überwachen. Jeder Mensch hat einen wunden Punkt. Manche auch 2 oder 3. Sie könnten für uns arbeiten, Maloney. Ich soll Ihre Mitarbeiter ausspionieren? Das machen heute doch alle. Denken Sie nur an die Sozialdetektive und an die Versicherungen. Wir sollten nächste Woche einen Termin vereinbaren. Da bin ich besetzt. Die ganze Woche? Ich muss den Bundesrat beschatten und habe nur einen Tag Zeit für jeden. Politiker sind einfach. Denen muss man nur ein paar Stimmen versprechen. Ich bat den Chauffeur anzuhalten und stieg aus. Mitten in der Pampa machte ich mir Gedanken darüber, ob ich nicht doch den Beruf verfehlt hatte. Als ich eine Stunde später im Polizeipräsidium auf einen müden Beamten traf, waren diese Gedanken wie weggeblasen. Der Fall ist abgeschlossen, Maloney. Und die ersten unserer Kollegen sind bereits im Ziel eingetroffen. Polizisten, die Marathon laufen. Polizisten sind fit im Körper und im Geist. 3 Gehirnzellen zu trainieren ist auch nicht schwierig. Da genügt eine Zeitung mit großen Buchstaben. Verraten Sie uns doch, in welchem Verhältnis Sie zu Frau Trutmann standen. In keinem. Wir wissen nicht, was bei ihr den Schock ausgelöst hat. Vielleicht ein Foto von Ihnen am Polizistenball. Da gehe ich nicht hin, Maloney. Ich bin mehr der bodenständige Typ. Sie könnten sich als glückliches Huhn bewerben und Freilandeier legen.
Es reicht, Maloney. Die 42,9 Kilometer sind vorbei. Jetzt können Sie sich wieder den 42 Promille zuwenden. Der fettverbrennende Anzug ging nie in Produktion und das junge Start-up-Unternehmen ging pleite. An trüben Tagen betrachte ich manchmal die hübschen Aktien und begieße den Anblick mit einem Glas Whisky. So geht das!